Fortuna Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24TV. Willkommen zu Fellner Live, jetzt mit einer ganz besonderen Runde. Wir blicken noch einmal zurück auf den 66. Wiener Opernball und das machen wir natürlich mit Gästen, die gestern auch hier mit dabei waren. Und zwar mit den Muchers, Ekaterina Mucher hier bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind und natürlich Verleger Christian W. Mucher. Schön, dass Sie auch heute den Weg zu uns gefunden haben. Wie war's? Sind Sie ziemlich K.O. von der Opernballnacht? Danke für die liebe Einladung, lieber Lukas. Ja, André Heller würde an dieser Stelle singen. Guten Morgen, Jean, hallo. Wie war die Nacht? Hat man zwischen Orchideen oder zwischen Rosen gelacht? Ja. Und wir sind natürlich beide ziemlich K.O., weil wir sind... Ekaterina, du bist geblieben bis 2 Uhr ungefähr. Ich bis 3.45 Uhr. Und um 9.15 Uhr bin ich wieder im Büro gesessen. Also das mit 70. Das ist fleißig. Aber ich glaube, der Ekaterina hat es gefallen. Und das Wichtigste ist Happy Wife, Happy Life. Ich habe nur eine furchtbare Sache gemacht. Ich habe sie mit ihrem Schmuck, ich sage ja nicht, was der gekostet hat, der aber allerdings auf 200.000 Euro versichert war, ich habe sie nicht aus dieser Loge rauslassen wollen, weil ich immer Angst gehabt. Ist aber alles, wie war das für dich? Ist alles gut gegangen mit dem Schmuck? Naja, 66. Wie Sie selbst gesagt, der Opernball für mich war der 13. Jedes Ball ist anders. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Es ist andere Stimmung, anderes Eröffnungsshow, anderes Bellgesti, ein anderes Thema. Das Blumenthema fand ich sehr spektakulär. Es ist schon bereits seit mehreren Jahren, dass Dold Gärtnerei übernimmt das Thema. Diesmal bei dieser Pink Floyd starke. Mir das war ein bisschen too much. Ich würde das gerne diese Kräfte heftige Fuchs, ein bisschen zarter gemischt mit anderen Tonen. Bei Prominenz finde ich, diesmal waren mehr deutsche Prominenz zu sehen. Es war wirklich jede Menge Stars, die Sänger, die Heimat, die Lovely Papete, die Model. Es war die Ex-Frau von der Pöcher und der selbst. Apropos, wir waren überhaupt nicht im Trend mit meinem Mann, weil Trend von diesem Ball war, mit Ex-Frau zu kommen. Das ja, Ex-Frau von Elvis Presley war Stargast von Lugner und das okay. Oliver Pocher hat mit seiner Ex-Frau Cindy erschienen. Wir waren überhaupt nicht trendig diesmal. Aber jetzt haben Sie mich vorhin nochmal neugierig gemacht bezüglich des Schmucks. Ist alles gut gegangen? Ja, wir haben also heute in der Früh, habe ich um Gottes Himmels Willen den Juwelier-Heldfeiner angerufen und gesagt, kommt sofort zu die Firma, in die Firma zu uns und holt sie mal ab, weil das ja versichert ist, aber nur bis 12 Uhr. Kostet übrigens 200 Euro, ist nicht teuer. Und wenn er gestohlen wird, dann muss ich mich wehren. Also wenn es ein Überfall ist, muss ich mich wehren. Und jetzt ist gestern was passiert, was für mich der wahre Skandal dieses Opernballs ist. Nämlich wir waren die Ersten, weil ich habe zu meiner Frau gesagt, pass auf, es ist schon um 20.50 Uhr und zu unseren Gästen, wir hatten ja das Haus des Meeres, den Herrn Köppen und den Herrn Papitz und meine Co-Gastgeberin Jasmin Soravia und ich haben gesagt, gehen wir früher. Und wir sind dann schon um 20.15 Uhr oder 20.20 Uhr am Opernball gewesen, beim als Red Carpet. Ersten. Wir waren die Allerersten. Wir haben uns aber nicht getraut, und wir haben uns nicht getraut, dann sind wir dort nach vorgegangen und sage ich, kann man schon, die haben schon alle gewartet, haben wir die Interviews gegeben und sind auch über den Red Carpet und über die Treppe hinaufgegangen. Aber normalerweise ist es so, lieber Lukas, dass du gehst bis zur Tür und dann wirst du kontrolliert. Wir waren ja zu neunt und uns kontrolliert keiner. Und ich denke mir, was passiert da? Aber ein riesen Pfefferspray in der Tasche, damit ich mich verteidige. Weil die Versicherung zahlt nur, wenn ich mich verteidige. Also, wenn jetzt jemand uns attackiert, spritze ich den Pfefferspray in die Luft, die Versicherung zahlt. Mache ich nichts, zahle ich es. Verliere ich, zahlen wir. Ja, klar. Na, klar. Team, ja. Und das heißt im Klartext, wir sind dann hineingegangen und keiner hat uns kontrolliert. Und ich habe das den Journalistenfreunden erzählt und habe gesagt, entschuldige, uns hat keiner kontrolliert. 9 Leute. Ich hätte ja die Terroristen, die Klimakleber, die weiß ich nicht, Hamis Kalubi mit Granaten mitnehmen können. Es wurde auch keine Tasche kontrolliert, nicht? War das, weil sie zu früh dran waren? Nein, es wurde keiner, nicht der am Red Carpet war. Nicht auch Tickets wurden. Aber nicht einmal die Tickets wurden gescannt. So, wir können das ist der Herr Rostschitsch soll sich bitte unter dem Boden genieren. Der hat versprochen, starke Sicherheitsmaßnahmen. Gestern war die Staatsoper das größte Sicherheits... Das ist der größte Skandal dort und keiner hat das mitgekriegt. Aber haben Sie gesehen, dass er sich reingeschummelt hat?
Ich glaube, einer hat zwei reingeschummelt. Also wir hätten uns die Eintrittskarten erspart, 360 Euro 85. oder was? Bitte? 380, davon du warst sechsmal Spar. 35 wurde gespendet an Österreich, ja. Hilft Österreich, was also, Schönes was. Was weniger Schönes, zurück zu Blumen, diese Rosen kommen aus Ecuador. Ob das ist politisch korrekt? Ecuador, ja. Das ist ein abrader Weg, aber manchmal meine Kirschen zu Weihnachten, und das ist meine schlimmste Klimasünde im Jahr, kommen aus Chile. Aber wurscht, ich esse nur 1,5 Kilo, aber das ist auch lustig. Aber um das zu Ende zu führen, und dann sind wir dort hineinmarschiert und ich habe mir gedacht, um Gottes Himmels Willen, das ist ja wie ein Ritt über den Bodensee. Und das Zweite, was ziemlich erbärmlich war, aber da will ich nicht, dass meine Frau drüber redet, aber sie, was ich sagen darf, sie hat also gestern wirklich das toll gemacht und die wird ja nicht drüber reden, aber ich kann das sagen, wenn du über 45 Medienberichte hast, dort sind 6000 Leute. Und es sind 3000 Damen. Ich glaube, es sogar 7.500 das Mal war, oder? Nein, das war ein bisschen besser, es war nicht ganz ausverkauft. Sie hatten noch Restkarten am letzten Tag. 7.700, sowas habe ich gelesen. Und dann werden ja insgesamt, wie viel Leute, vielleicht über 100 schreibt man alles mit an, das war's. Und wenn du dann über 40 Berichte hast über meine schöne Frau, also ich bin zufrieden. Das sieht man ja auch schon, wie Sie da den Interview-Marathon absolviert haben. Wie anstrengend war es für Sie? Also muss man auch sagen, das ist die Jasmin Söravier neben meiner Frau. Dahinter ist der Hans Köppen und der Papitz vom Haus des Meeres. Das sind jetzt die beiden Frauen. Und für den war das allererstes Mal. Sie waren Senior Vos und meine 68-jährige Mutter war allererstes Mal bei Ball. Und für mich war das eine enorm große Freude, die Silberschneider zu sehen. Aber war es sehr anstrengend für Sie mit den Interviews? Na, wie gesagt, wir sind halt Medienmenschen. Wir wissen, dass quasi ihr braucht sie, dass viele, viele Besucher das nicht dort dabei sein könnte, wollen das ganz genau wissen. Deswegen, man nimmt das freundlich, man weiß, dass es wird gefragt, plus minus dasselbe Fragen, es wird gefragt, was erwartet uns, ob wir tanzen werden, wir bereiten uns schon voraus, ob wir werden tanzen oder nicht. Nein, wir tanzen nicht, weil dort wird gern. Aber das ist die blödeste Frage am Opernball. Entschuldigung, aber das fragt jeder. Furchtbar. Und ich habe Guerilla-Marketing versucht und das ist kläglich gescheitert, weil das haben alle geschnitten. Okay. Und ich habe gesagt, wer errät, wie viele Haifische, Lebendige, weil die wir haben immer gesagt, wir sind die High Society. Wir hatten auch ein Bild mit Haien, die tanzen vor der Loge, haben wir an die Tapeten gepickt, da tun sie jetzt noch wahrscheinlich keine Rechnung, da wird sich die Tapete mit ablösen. Nein, das haben wir mit Doppelklebeband gemacht und habe gesagt, wer errät, wie viele Haifische im Haus des Meeres sind, der kriegt gratis Eintrittskarten, schreibt es an hai@mucha.at. Das haben die Medien alle geschnitten, leider hätte ich so gern für das Haus des Meeres gemacht, aber es ist natürlich schon ein Spießrutenlauf. Du musst sehr schnell sein und in Wirklichkeit kannst du dich nicht vorbereiten. Aber eins muss ich natürlich jetzt schon noch fragen, wenn die Frage Sie auch nervt, haben Sie dann doch getanzt? Nein. Nicht? Okay. Schau, die Ekaterina erzählt das, die war Tanzmeisterin in Lateinamerikanisch in St. Peter. Die tanzt wie eine junge Göttin. Ja? Ich habe zwei linke Füße, das tue ich das ihr nicht. Und ich liebe. Und ich tue was ganz, ganz Schlimmes, ich tendiere ihm zu führen bei Tanzen. Und das hasst er, deswegen wir machen das einfach nicht. Wir haben es probiert. Aber bei der Hochzeit haben wir getanzt. Zurück zu gestrigen Ereignis. Verstehen Sie, wir sind keine Rechtsanwälte oder Ärzte, wo unser Beruf verlangt eine gewisse Diskretion. Wir sind Medienunternehmen, Fragen stellen, Fragen beantworten, Interview zu geben, das ist unser Teil unseres Berufes, deswegen wir sind immer vorbereitet. Wir fühlen uns dort wohl, wir haben uns dort irgendwie auch bei Antworten Spaß gehabt. Schöne, rauschende Ballnacht für Sie. Einen Skandal haben Sie ja schon jetzt präsentiert, dass die Kontrollen eher lasch waren. Hat es noch einen weiteren Skandal gegeben, den Sie beobachtet haben? Ein paar Skandale, ja. Also erstens einmal, der ORF hat wirklich eine ziemlich, kritisierte in den sozialen Medien Performance hingelegt. Ich darf hier in diesem Haus nicht darüber schreiben, aber die Kronenzeitung hat aufgemacht am Tag des Opernballs mit den Hopperlers, der ORF-Moderatoren beim Opernball. Das ist auch keine nette Geste gegenüber dem ORF, aber verdient wahrscheinlich. Und es kam ja dieser neue Programmchef, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfallen will, oder der neue Unterhaltungschef beim ORF, der gesagt hat, der macht alles neu. Aha, ja gut, so wichtig ist der nicht. Und jedenfalls, dieser Mann hat gesagt, er macht alles neu und das dürfte eigentlich nicht funktioniert haben, weil es gab Shitstorms, es gab vor allem gegen diese Settler und wie heißen die zwei Hohen
Hohenlohe und Trenkwitz gab es, die ja ununterbrochen wie aufgezogen reden. Was ist den Leuten offensichtlich auf die Nerven gegangen und dann so gedrechselt. Also es wird Zeit, dass man die endlich noch ausschickt in die Pension aus dem Besenkammerl. Und es war wirklich so, dass alle großen Tageszeitungen des Landes den ORF mit seiner Berichterstattung massiv kritisiert haben. Und jetzt kommt aber die Point. Die Quote ist 1,4 Millionen. Und wenn du 1,4 Millionen hast, kümmert dich dann die Kritik? Aber wir haben ein tolles Interview gegeben, das erzähle ich noch, dann lasse ich die Ekaterina was über ihr Kleid und Schmuck erzählen, wenn sie das für gut halten. Wir haben dem ORF diesen, wie heißt der, bösartige, der da immer clean. Genau, der von clean, Gute Nacht Österreich. Clean Brain. Ja. Und dem haben wir ein Interview gegeben und ich habe dann zu unseren Gästen gesagt, Herr Clean, wenn da so ein ORF-Mikrofon hier ist, glaubt ihr nicht, dass das ORF ist, weil der verarscht euch eigentlich nur. Aber ich gebe ihm trotzdem ein Interview. Sie sind doch der mit der Sendezeit, die so spät ist, dass Sie keine Seher mehr haben. Und wenn Sie jetzt ein gutes Interview mit mir machen, vielleicht kriegen Sie eine frühere Seherzeit. Und dem ist das Gesicht angefangen und er hat mich angeschaut und gesagt, und sind Sie hier wegen Ihrer Eitelkeit oder wegen Ihrer Eitelkeit? Und ich habe gesagt, wissen Sie, das ist ganz einfach. Der Chefredakteur einer Tageszeitung hat über mich geschrieben, Mucha machte seine eigene Eitelkeit zur Richtschnur der Branche und lag damit goldrichtig. Und sage ich, wissen Sie, Herr Clean, und weil ich goldrichtig liege, verdiene ich heute viel Geld. Viel, viel mehr als Sie. Das hat funktioniert. Und jetzt möchte ich eins wissen, liebe ORF24-Seher, traut sich der Clean das ausstreuen, wenn ihm jemand einmal drüber, weil das ist ihm noch nie passiert, dass ihm wirklich jemand drüber gefahren und ich bin ihm drüber gefahren. Wir werden es aufmerksam verfolgen, aber jetzt schauen wir mal kurz auf Ihren Schmuck und Ihre Garderobe. Wie war die Auswahl? Waren Sie zufrieden? Auswahl ist jedes Jahr sehr spannend. Das ist bereits mein 13. Und wie gesagt, es ist wie ein Weihnachten. Das Vorbereitung für die Weihnachten ist es sogar schöner als die Weihnachtsfest selbst. Du dekorierst dein Zimmer, du bereitest die Geschenke für die Freunde. Und das genauso bei Wahl eines Kleides. Du bereitest dich schon ein Jahr im Voraus. Jetzt ist am Ende das Opernball, beginne ich jetzt schon überlegen, über das Opernball 25, warum nicht? Es waren zwei lange Jahre von Lockdown. Und die österreichische Modeszene hat ziemlich gelitten. Österreichische Designerinnen, Hotelier, Friseuren könnten nicht richtig verdienen. Und ich finde, es ist so, so wichtig, jetzt statt einen einfach weltbekannten Designer, ein österreichischer Designer, eine Mode, eine gewisse Szene zu geben, repräsentieren, eigene Kreationen. Und diesmal habe ich mit Erika Soes, das ich seit langem bewundere und beobachte, eine Zusammenarbeit gemacht. Wir haben uns ein bisschen zusammen... Ja, wie sagt man das? Gebastelt, ja. Ich habe ein paar Ideen gegeben. Ich weiß, dass sie steht auf dieser Weiblichkeit, auf die ewige, dass ich auch stehe. Kleid ist ein bisschen asymmetrisch, eine starke, kräftige Lila. Und ja, jedes Jahr ist eine Spannung, weil ich setze mich jedes Jahr auf diese Probe. Ich bin eine Chefredakteurin in einem Modemagazin. Es gibt nichts Schlimmeres, als einfach geschmacklos da zu erscheinen. Deswegen, ich hoffe, es ist gut angekommen. Mir persönlich gefällt das. Das Wichtigste ist halt diese glänzende Augen meines Mannes. Ihm hat das gefallen und ich glaube deswegen. Aber konnten Sie auch ein Kleid ausmachen bei einer Opernballbesuchung und Sie sagen, das geht gar nicht. Das ist ein Fauxpas. Das mache ich. Das erste hat sehr oft gefallen, sogar die Madonna Moderedaktion-Team, die Ex-Frau von Oliver Porch mit ihrem unglaublichen Ruschentraum. Ja, die Pocher war kein Krocher. Also das muss man schon sagen. Er war ja sehr lustig mit ihm, weil er hat ja diese Infusion bekommen und er war bei mir vor der Tür und ich habe ihm dann eine Tablette gegeben. Reden wir gleich darüber, aber reden wir noch kurz über die Missgeschicke. Haben Sie eine Robe gesehen, wo Sie sagen, das geht gar nicht, das ist ein absoluter Fauxpas? Naja, es gibt schon ein paar. Schau, das Geheimnis ist, wenn du halt nicht, und ich bin jetzt politisch korrekt, mit einem wunderbar makellosen Körper gesegnet bist, wie meine schöne Frau. Und glaubt's nicht, dass sie gesegnet ist. Sie geht dreimal in der Woche ins Fitnesscenter. Wenn ich ihr Schokolade gebe, schreit sie mit mir. Also du musst, das kommt ja nicht von selber. Die kann 80 Kilo mit den Beinen stemmen. Die kann mich aufheben. Ich habe 69 Kilo. Ich habe das nie geglaubt, ja. Also du musst ja kämpfen, dass du so eine Figur hast. Aber wer nicht damit gesegnet ist, der sollte sich halt hüten. Und ich nenne jetzt keine Namen.
Namen, vor grellen Farben, vor großen Applikationen. Schlitz ist nicht so gut. Ich meine, die Silvia Schneider ist eine tolle Frau und was sie da designt, ist immer wunderbar, aber ich fand halt den Schlitz, wo du mit Verlaub schon das goldene Dreieck daherkommen siehst, ich bin jetzt sehr vorsichtig, das fand ich einfach nicht passend für den Opernball. Staatsoper ist es ein historisches Gebäude, es ist ein offizieller Staatsball, es ist ein Winterball, da gehört eine gewisse Reduktion. Da habt ihr sehen. Sehen und nicht sehen. Ein schönes Kleid. Eine traumhaft schöne Robe für eine Met Gala in New York, finde ich, aber ein bisschen für das Staatsoper. Too much, sagt ja. Sie, okay. Aber es ist sehr gut bei den Journalisten angekommen, ich glaube, darum geht es sie. Sie ist sehr präsent, eine sehr wunderschöne Frau. Sie mag sich in Szene zu setzen. Kleid wurde von ich selbst kreiert und ich finde, als Designerin ist eine starke Statement. Ich bin da, das ist mein Kleid, das ist halt und ich finde, das ist immer so unpassend. Viele ausländische Gäste kommen in diese Sisi-Kleider, diese unglaubliche Albtraum in tausende Meter von Tüll. Das ist irgendwie, was klischee-mäßig wird gedacht, Opera, Barockkleid muss man protzen. Manchmal weniger ist mehr. Wir haben gerade vorhin zum Beispiel Julian F. im Stöckl auch gesehen, der sich aufgebrezelt hat bis zum Gehnichtmehr. Wie finden Sie das, wenn sich Männer dann so auch aufbrezeln? Ja, der Julian ist ja kein Mann, sondern der Julian ist ja die Queen von Deutschland. Ist ein ganz, ganz lieber Freund von uns. Ist eine Riesenhetz, was wir immer lachen mit dem. Oder mit der, also eigentlich sagt man dem, weil ursprünglich ja dadurch die männlichen Anteile stärker sind. Der ist einfach eine Show und der ist einfach er selbst. Auch der Glöckler, nur beim Glöckler ist halt, der hat so tolle Sachen gesagt über das Thema Frieden und über das Thema Kultur. Das fand ich zum Beispiel wunderschön, sein Statement zu sagen, ist das hier zu teuer, weil alle haben ja gejammert. Natürlich haben alle gejammert, weil wenn du da 70.000, 80.000 Euro für so einen Abend ausgibst, da fangst du an zum Nachdenken, so reich kannst du gar nicht sein, weil das ist ja nicht mehr politisch korrekt, ein paar Würsteln um 20 Euro, na hol dir auch bitte. Aber neben der Julian wurde auch das deutsche Model, die Poppy Slavle, auch eine sehr außergewöhnliche, unglaubliche Maske. Das ist zur Frage, ob es ist passend oder nicht passend. Das ist Teil ihrer Image, die sind... Genau. Kreativen, sie arbeiten im kreativen Bereich und ich glaube, sie haben versucht, wirklich auffallen. Plus, beide haben ziemlich reduzierte schwarze Anzüge gehabt und als ein Accessoire-Style. Die Julian hat diese Pavone, überraschendes Kopfschmuck. Ja, aber das ist too much, verstehst du? Ja, okay, dann hast du halt ein kleines Bild. Naja, schau, ihr Männer habt ihr nicht so viele Freiheit und Auswahl, ja? Das ist diese langweilige Frage. Also wenn ich im nächsten Jahr so mit so einer Krone daherkomme, das würdest du akzeptieren. Die ist ja streng. Ja aber Schatze, das macht Wirken großer. Ja, aber okay, dann ziehe ich mir Stöckel schon an wie der Julian, dann geht das auch. Aber wissen Sie, Lukas, das Geheimnis heißt, ich glaube, schau, ich sage ein Beispiel, Schmuck. Wir haben uns heuer für den Jubiläer Heldwein entschieden und das Kleid der Ekaterina hatte ja eine Situation, nämlich es waren sehr große, das waren glaube ich Swarovski. Starke Swarovski-Applikationen und umso mehr war schwer. Wenn du nimmst was noch Dominanteres, dann verliert das Kleid sein Glanz. Wenn du nimmst was untertaucht, sprich diese gewisse Harmonie muss man finden. Es darf nicht too much sein, es kann locker bei Opernball sein. Deswegen hat die Ekaterina sich entschieden, dass wir den Schmuck etwas unterspielt haben. Das heißt, sie hatte dann wirklich hunderte Karat am Körper, aber es war ein relativ feines Armband mit Diamanten. Es waren Ohrgehänge, die halt länglich waren in einer Trapezform. Es war ein Collier, aber nicht ein so stark auftragendes Collier. Und es war ein Ring mit einem, was war das für Schliff? Weißt du das? Prinzessenschliff. Ein Prinzessschliff mit einem großen Diamanten. Den Ring kannst du ein bisschen größer machen. Aber das muss dann zurückgenommen werden. Und das hat doch der Juwelier Heldwein, dem hat sie dann das Foto geschickt von dem Kleid. Und der Geschäftsführer dort hat das angeschaut und hat dann verschiedene Vorschläge gemacht. Und das ist, weißt du, alles... Es ist alles irgendwo, es muss harmonisch sein, es muss geschmackvoll sein, aber too much
ist niemals gut. Ja? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die jedes Jahr ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich auch die Herausforderung, wie man sich dort präsentiert. Eine sehr schwierige. Herr Mucher, wir werden jetzt in eine ganz kurze Werbeunterbrechung gehen und dann sind wir gleich wieder zurück und dann blicken wir auf das große Interview, das Sie ja auch geführt haben mit Oliver Pocher. Das ist ein kleiner Skandal, schauen wir mal. Gleich nach der Werbung hier bei Fail Your Life und dann wollen wir auch über die exorbitanten Kosten sprechen vom Wiener Opernball. Wer da mit einem kleinen Börsling gekommen ist, der ist dann wahrscheinlich wie eine arme Kirchenmaus nach Hause gekommen. Also bis gleich. Fail Your Life. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fail Your Life. Nur auf OE24TV. Willkommen zurück zu Fellner Live am Tag danach, am Tag nach dem 66. Opernball und wir sind heute zu einem Rundumschlag zusammengekommen mit den Muchers, mit Ekaterina Mucher und mit Christian W. Mucher. Schön, dass Sie nach wie vor bei uns sind. Und gestern hat es ja einen kleinen Hinhörer gegeben, auch auf OE24er Themen groß berichtet, nämlich ein Interview zwischen Ihnen und Oliver Pocher. Da wollen wir noch mal ganz kurz hineinhören. Wenn du die Eröffnung jedes Jahr gesehen hast und die Garantia habe ich jetzt gehört, ist das alles in Ordnung? Außerdem muss man ja da ein Gentleman sein und den Damen, die drinnen sind, die erste Reihe lassen. Meine Gäste sind in der zweiten Reihe. Und wie du weißt, bin ich nicht besonders groß, also stehe dann in der dritten Reihe, da sehe ich eh nichts, da gehe ich gleich am Gang und treffe dort den spannenden Oliver Pocher, der eigentlich ein sehr starker Typ ist, also sehr charismatisch, aber eigentlich... Das eigentlich wollen wir doch hier bitte weglassen. Aber natürlich sehr blass um die Nase. Das stimmt allerdings. Nach der Infusion. Aber das ist aber für mich der Albtraum eigentlich. Ich habe eben gerade schon von ihm eine kleine Tablette. Naja, ich hoffe, Ibuprofen 500. Nur mit Rezept, bitte. Wie ist es eine blaue, die rosa angemalt ist? Nein, Herr Pocher, Sie können mir vertrauen. Fragen Sie diese junge Dame, ob man mir vertrauen kann. Kann man? Herr Mucher, definitiv. Also ja. Wer Ihnen nicht vertraut, das wäre fatal. Na bitte, Oliver Pocher mit Ihnen. Aber das hat eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist die, er hat ja vor dem Opernball sich geäußert, dass es ein Skandal wäre, wenn der Ex-Bundeskanzler Kurz in eine SS-Uniform schlüpfen würde. So. Und das ist ja so, also weißt du, wir Österreicher, wir wollen das nicht, wenn jemand mit der Nazi-Keule auf uns haut, der Krieg ist da schon ein paar Jahrzehnte oder viele Jahrzehnte vorbei. Und noch dazu von einem Deutschen wollen wir uns das nicht gern sagen lassen. Und dann habe ich um 3:30 in der Früh vor dem Opernball eine Idee gehabt und habe mir gedacht, warum soll ich nicht vorschlagen, dass ich den Oliver Pocher frage im Fernsehen, ob ihm der Sebastian Kurz, weil der hat ja seine beiden Logen weitergegeben an andere Leute, deren Namen ich nicht nennen werde, und ist nach Abu Dhabi geflogen. Das weiß ich, dass er dort ist. Was kriegt man in Abu Dhabi? Spezielle Kleidung. Und ich habe mir überlegt, soll ich dem Herrn Pocher sagen, ich könnte den Herrn Kurz jetzt anrufen und ihm bitten, dass er, weil Sie haben ja dauernd diese wechselnden Frauenbeziehungen, vielleicht für Sie ein paar Burkas mitnehmen, damit Sie keine Probleme mit Ihren Frauen haben, was natürlich ein Riesenhetz gewesen wäre. Um das aber vorzubereiten, musste ich zuerst sein Vertrauen gewinnen. Deswegen habe ich eine Tablette mitgenommen, Ibuprofen 500. Das hat er genommen, hat aber die blaue Tablette wäre dann eigentlich Viagra. Das habe ich aber nicht begriffen, weil ich habe mir gedacht, die blaue Tablette, weil ich denke nicht an Viagra, ich bin nicht der Lunge, ich brauche das nicht. Sondern ich habe eigentlich gedacht, das wäre Ecstasy. Und er glaubt, dass ich mir Ecstasy-Tablette gegeben habe. Es war aber keine Ecstasy-Tablette. Und zu diesem Gespräch dann über die Burka kam es nicht, was ich schade gefunden habe. Naja, vielleicht im nächsten Jahr dann. Aber der Herr Kurz hätte es mitgebracht. Ich habe ihm geschrieben, ich habe ihm geschrieben und ihn gefragt, ob er eine Burka mitbringen würde. Und er hat mir zurückgeschrieben, das fände er so sehr lustig. Ist auf meinem Handy nachzulesen. Das fände er sehr lustig und witzig. Und er würde das mitbringen. Also Oliver Pocher hat dann doch für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Mit welchen Promis sind Sie so ins Gespräch gekommen? Muss ich sagen, das war ein ganz lustiges Gespräch. Ich habe eigentlich viel in meine Loge verbracht, weil wir haben ein sehr tolles Freundekreis und ich habe, wie gesagt, meine Mama einmal im Jahr bei mir und das erste Mal im Opern, weil ich habe versucht, sie alles zu besetzen, weil es ist alles für sie persönlich, sie könnte nicht verstehen, warum manche Menschen sitzen oben, manche stehen unten, so gewisse Sachen für Tourist, für jemanden, das noch nicht weiß, war das, warum ist das, diese Künstlerkomitee stehen immer separat, Erklärungsbedarf. Es waren viele Medienfreunde von uns, Niki Fellner haben wir uns sehr gefreut, ein Herausgeber in unserer
der Loge mit seiner liebreizenden Frau begrüßen zu dürfen. Es war der Geschäftsführer vom Verband Österreichischer Zeitungsherausgeber von uns, der Grünberger da war. Es war der Dr. Christen da, einer der wunderbarsten Wirtschaftstreuhänder. Also wir haben schon sehr viele Leute in unserer Loge gehabt. Herr Zange. Georg Zanger war bei uns, ganz, ganz lieb mit seiner Frau. Es waren wirklich tolle Gespräche und auch viele neue Menschen. Das ist ja... Natürlich hat das einen Sinn, der Opernball, weil schau, es kommen Leute und die bringen dir jemanden mit. Und der, der mitkommt, den kennst du nicht. Aber du lernst ihn dort in einem angenehmen Ambiente kennen und vielleicht entwickelt sich daraus ein Geschäft. Also ich werde jetzt nicht aus der Schule plaudern, aber so ein Opernball kann bis zu 500.000 Euro wert sein. Das Geschäft machst du nicht am Opernball. Aber die Kontakte, die dort in diesem Umfeld getroffen werden, schau, so ein Glaserl kostet natürlich viel. Genau, ja? Auf die Preise wollte ich jetzt genau eingehen. Ja, Champagner haben wir keinen gehabt, aber ein Sekt kostet, also eine Flasche Wein, der Veltliner, den du ausgesucht hast, das kostet 100. Das ist das billigste Weißwein, hat 100 Euro gekostet, ein Glas von Sekt hat 21 Euro gekostet, ich meine, in einem Bar, Champagner gab bei 39 ein Glas, eine Sacherwurzel war 6. Ich habe mir Flasche Wasser gemerkt, 10 Euro, weil das ist schon heftig. Weil bei Wasser merkst du wirklich Unterschied, weil Sekt trinkt man nicht jeden Tag, aber Wasser trinkt man schon. Aber haben Sie auch bemerkt, dass dann deutlich weniger konsumiert wurde, weil ja, alles so deutlich ja, ja. Also erstens einmal haben wir gesehen, weil ich musste ja dann meine Frau begleiten, ich konnte aber schon immer mehr hatschen mit meinen 69, weil ich kann ja den Schmuck da nicht alleine gehen lassen. Mein Pfefferspray, übrigens noch eine Anmerkung, entschuldige, du kannst doch nicht mit einem Pfefferspray in die Staatsoper reingehen. Mich hat noch nie einer kontrolliert, ich habe jedes Jahr den Pfeffer. Wir waren in Abu Dhabi, in jedem Museum, überall. Du wirst sofort abgetastet. Wir waren nicht mit dem Kurz gemeinsam. Muss natürlich machen, ja? Nächstes Jahr dann ein bisschen besser aufpassen. Das kann man natürlich als Anregung weitergeben an die Staatsoper. Aber blicken wir jetzt noch einmal auf die Preise. Sie sagen, Sie haben bemerkt, dass doch weniger konsumiert wurde. Ja, und zwar erstens einmal, es waren ein paar Logen, wurden nicht verkauft. Da haben sie dann natürlich ganz schnell Künstler hineingesetzt. Es haben die Hotels Probleme gehabt mit den Zimmern. Also bei unserem Hotel, wir waren ja Gäste im Le Méridien und haben dort bitte und noch einmal bitte an den Hans-Peter Soller ein Dankeschön. Wir haben sensationell gegessen, allerdings aus Respekt vor dem Haus des Meeres kein Kaviar, keine Austern und keine Muscheln, also all das, was ich gern habe und kein Hummer. Schaut, es war trotzdem super gut. Und der Hans-Peter hat mir erzählt, dass er nur die letzten Tage erst die letzten Zimmer verkauft hat. Pointierterweise war dort die ganze Entourage vom Helmut Werner untergebracht. Also der Heino war dort. Und den Heino habe ich übrigens auch getroffen und habe ihm gesagt, Heino, bitte lassen Sie sich nicht vermiesen, weil der Lungner hat ja den Heino ziemlich attackiert, dass er nach dem Tod seiner Frau auf den Ball geht. Entschuldige, der Mann ist 85. Wie viele Bälle hat er noch? Das war sein erster, glaube ich. Aber let's talk about money. Erzähl uns was. Was haben die Logen gekostet? Das wollen alle wissen. Also wenn du das Ganze, den ganzen Abend dir zusammenrechnest, hast du die Loge mit 24.000 Euro. Dann kommen diese, du weißt es genau, 380 Rang, Euro pro Platz. Erste Ranglogen, ja. Parterrelogen, die sind die kleinsten. Ja. Nein, die kleinsten sind die Bühnenlogen, da fängt es bei 14.000 Euro an. Das hat zum Beispiel der Glöckler gehabt. Mhm. Also um das zusammenzufassen... Unseres belegt für 12 Personen war... 8 Personen haben wir eigentlich, mehr kannst du nicht gehen. Ja. Die waren 18 Leute in der Loge vom Helmi. Das geht nicht mehr. Ja, aber das Wichtigste ist zu sagen, was kommt noch dazu? Wir hatten neun Personen. Und jetzt hast du aber 24.500 Euro die Loge. Dann kommen die Karten 380 pro Stück mal 10, sagen wir nur einmal 4.000, sagen wir mal auf 30, grosso modo. Dann kommt der Donatorenbetrag, das sind 30.000 Euro. Weil du kriegst nur eine Loge, wenn du einen Donatorenbetrag hast. Das heißt im Klartext... Da muss man aber auch für die Staatsoper eine Lanze brechen. Die machen jetzt eine weitere Spielfläche, eine weitere Bühne für Kinder, was ich sehr toll finde, gehören aber indirekt über diesen Verband der Republik Österreich und der hat sich geweigert, das zu finanzieren. Das heißt, sie brauchen ja dieses Geld, um das, und es ist eine tolle Sache, finanzieren zu können. Und dafür dienen die Donatorengelder. Aber es bleibt immer unbezahlbar für viele Menschen. Ja, und damit sind wir gesamt, Ekaterina.
und lieber Lukas, auf über 60.000 Euro, die dieses Spiel kostet. Ein kleines Essen, ein Getränk, eine Frisur, ein Kleid, da kommst du auf eine Summe. Der Oliver Pocher hat das gehört, der hat einen Herzinfarkt gekriegt. Was sogar für die reichen Menschen ist es quasi, ja. Also man will nicht so viel mehr ausgeben. Ja, da haben wir jetzt übrigens unsere Loge, wenn ich das sagen darf. Ja, links der Herr Papitz vom Haus des Meeres, daneben ist der Hans Köppen, Geschäftsführer des Haus des Meeres, unsere Co-Gastgeberin, daneben die Jasmin Soravir, dann bitte vom Herrn Köppen die Ehefrau, die Umida Köppen, die Ekaterina, dann die Frau vom Herrn Papitz, die Petra Papitz und ganz vorn der, der schon leicht zerlegt ist, mit der Klautzen bin ich. Und ja, das. Und so eine Loge, wir sind schon bei 70.000 plus. Also in Summe hat es Ihnen gekostet. Was ist, ne, wir haben es uns geteilt. Ja. Das heißt, die Jasmin hat da mitgezahlt, die ist ja Bauträgerin, das war ja gut für sie mit dem Haus des Meeres, das ist das beste Image, das sie haben kann. Sie war auch irrsinnig glücklich über die Performance, weil das wird drüber gebracht. Sie hat allerdings mir gesagt, dass er vorher im ORF gestanden ist, dass sie eigentlich die Einzige in der Immobilienbranche ist, die noch was zu lachen hat, weil es sind ja irrsinnig viele Immobilienmenschen nicht da. Ein paar waren auf den Seychellen oder sonst irgendwo, aber viele konnten sich's nicht leisten oder sind einfach pleite gegangen. Und ich habe gesagt, Jasmin, also das steht dir gut zu Gesicht, weil da weiß man, dass du gut verhandelst und managst als Geschäftsführerin von College. Und Soravir Immobilien. Ah ja, das Präsenz am Opernball ist es ein starkes gesellschaftliches Signal. Aber es ist auch ein Politiksignal. Ja. Man sitzt dort und schaut quasi nach einem riesigen Taifun, wer hat noch überlebt. Ja, es waren schwierige Jahre. Natürlich werden auch dann noch die ein oder anderen Deals eingetütet, haben wir eh schon gesprochen. Aber zum Ende der Sendung möchte ich noch mit Ihnen ausführlich über Priscilla Presley und Richard Lugner sprechen. Sind Sie mit den beiden auch ins Gespräch gekommen? Ja, Lugner ist mit Priscilla. Wie ein, wie heißt diese Flut, ein Tsunami durch den Gang durchgegangen und hat sich bewegt Richtung Pocher und Heino. Die haben sich bewegt in unsere Richtung, beide mit einer Entourage von 50 Leuten, riesige Lampen, Kameraleit. Naja, Frau Priscilla hat erschienen einen wunderschönen goldenen Nina Ricci-Kleid. Ich finde zu ihrem Alter ziemlich passend. Sie hat sich stark amüsiert, wie sitzt sie? Sie haben getanzt. Ich glaube, sie war für immer ein angenehmer Gast. Sie ist wie alle anderen seine Gäste genau Mitternacht verschwunden, aber das muss man schon sagen. Um 6 Uhr in der Früh ging schon ihr Flug zurück nach L.A. Sie könnte nicht länger bleiben, aber man sieht, sie hat richtig Spaß gehabt. Und ja, ich glaube, das war das Wahl seiner Tochter. Dieser Stargast hat der J.K. ausgewählt und ich finde, das war eine gute Wahl, statt viele kleine, junge, skandalöse Schauspielerinnen, das er vorher gehabt. Und man hatte auch den Eindruck, im Alter ist er ein bisschen milde geworden. Nein, der ist nicht. Das Geschrei ist ausgeblieben. Naja, aber er ist schon anstrengend. Er war zufrieden. Aber jetzt musst du dir vorstellen, ich habe das nicht fertig erzählt. Diese beiden Tsunamis sind auf uns zugekommen und genau bei der Loge 5 links, nämlich unserer Loge, sind die aufeinander geprallt. Lugner, der von links kam, hat mir die Hand geschüttelt, hat sich kurz überlegt, aber der Priscilla, hat er immer gesagt, Priscilla, es war ja eine Killer-Lady, die hat sich eh schon gewöhnt an den Namen, die Arme. Der hat noch nie sich einen Namen richtig gemerkt von seinen Gästen. Ich weiß nicht, ob man das nicht üben kann vorher, aber vielleicht ist das, wir sehen immer dieses verschmitzte Grinsen in seinem Gesicht, dieses spitzbübische. Und ich glaube, der macht das absichtlich. Wenn der am Jägerball geht, ist sein Hauptstatement, mit dem er dann in allen Medien ist, am Jägerball sieht man Busen. Ich meine, auch wenn du 91 bist, musst du das, man kann so tolle Sachen über den Jägerball, muss man das sagen. Ich glaube, er tut das absichtlich, ja. Und also Priscilla, er hat mir die Hand gegeben, sogar zweimal, dann auch beim Zurückgehen. Dann sind diese beiden Ströme aufeinander getroffen. Ich habe die Tür aufgerissen, ein Stück ist aufgegangen, habe mich in die Loge zurückgezogen und dann ist dort das wirklich losgegangen. Also die sind dann, haben dann wieder abgedreht oder sind irgendwie aneinander vorbeigekommen. Okay. Ob er mit seinen Kommentaren also, macht, richtig nicht, er bleibt im Gespräch und wir reden über ihn. Ja, natürlich. Ohne Richie Lugner geht's nicht. Aber es ist ja so, dass der Helmut Werner sagt, dass sein Logenherr, der ja übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich habe mir das erklären lassen, der hat sein Vermögen gemacht mit Kältetherapie. Das heißt,
da wird der Körper abgekühlt und du wirst verjüngt. Habe ich gefragt, hat der Lugner das auch? Und der Helmi hat mir aber dann, also der Helmut Werner hat mir dann erzählt, dass die Priscilla, das sind die Früchte seiner Arbeit, weil er hat die schon vor 10 Jahren dem Lugner, als er noch Familienmitglied war, vorgeschlagen. Schau, da wird gerade gezeigt. Ja, 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 ja. Ja. Alles, oh mein Gott, das war die Busenblitzer-Geschichte. Oh mein Gott. Ja, ja, das sind alles Geschichten. Wer war das? Weißt du das, Ekaterina? Wer war der Busenblitzer? Canalis. Das ist Elisabetta Canalis, das war italienische Schauspielerin. Nein, Frau, was soll ich? Ja, also Wahnsinn. Bitte. Ein Society-Lexikon. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio und den ausführlichen Blick auf den Opernball. Hat Spaß gemacht. Es war eine rauschende Nacht. Dankeschön. Das war's mit Opernball 24. Und das lieber Lukas, wissen Sie, was wir jetzt machen? Was machen? Schlafen jetzt gehen. Jetzt fallen wir ins Bett. Und ich glaube, bis Sonntagnacht soll uns keiner anrufen. Dann vergesst uns alle. Wünschen wir Ihnen ein angenehmes Wochenende und gute Erholung vom Opernball. Danke für die Einladung. Schönes Wochenende. Wir gehen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, dann sind wir gleich hier zurück bei Feldner Live. Bis gleich.